Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni. Gehe nach Laguna. Ja, das haben wir wohl vor. Ich habe das letzte Mal von meinem Amerika-Aufenthalt gespielt. Das ist eine ganze Zeit lang her. Deswegen müssen wir hier mal drüber gucken. Ja, der Trompetenvieh. Der Trompetenvieh gefällt mir gar nicht mehr. Hat zwar sehr viel magischen Angriff, aber keinen vernünftigen Zauber. Und dann kriegt er auch noch so einen schweren Schlag. Du wirst jetzt erstmal entkleidet. Zack, zack. Und die Trompetenente wird ersetzt. Mal gucken, womit. Was wir noch so in unserer Tonne haben. Wir gehen jetzt mal hier raus. Wo ist sie? Da ist sie. Da ist unser Schlupfloch. Hallo, hallo, hallo. Vertrauten abgeben. Den gehen wir denn mal ab. Ich würde sagen, den Glanzwicht, oder? Ja, ich habe ja schon einen Wicht dabei. Obwohl, ja, auf Need. Das ist doch das gleiche Vieh wie das, oder nicht? Dann bist du abgegeben. Zack. Vielleicht braucht die Esther ja mal so einen Tübi, was haben wir denn da? Aha. Dickschädel. Sabotage, was ist das denn? Aha, Nickerchen. Sagt mir nix. Der macht Feuerschaden. Die machen eigentlich fast alle Feuerschaden. Die habe ich ja auch auf dem Berg da gefangen. Der Bubi. Das Vieh war eigentlich relativ übel, muss ich sagen. 12 Angriff hat der Typ. Boah, das Ding hat 14 Angriff. Ah, dafür greift er auch schneller an. Ja, komm, wir nehmen mal hier so einen Dickschädel mit. Ein Skelett ist doch geil. Bams. Da müssen wir ihn noch auswählen. Tüdelö. So. Jetzt kriegt er noch ein bisschen Ausrüstung. Haben wir denn da was? Ja, haben wir. Plus 6, plus 10 ist doch nice. Besser als nichts. Okay, das war's. Knochi. Oh, der ist sogar Mond. Der hat mehr eine Eier. Nice. Mond und Stern, Stern, Sonne, Sonne. Das ist doch relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Zweimal Stern, zweimal Mond, zweimal Sonne. Kann ja nichts mehr schief gehen. Ne? Was sagt eigentlich unsere Geldsituation? Oh, 3599. Das ist doch geil. 3599 Gulden. Jetzt muss ich nochmal in meine Quests reingucken. Ja, für euch ist die letzte Folge gestern gewesen. Für mich war die letzte Folge vor über einer Woche. Oder vor einer Woche? Kommt das hin? Ich glaube schon. Vor zwei Wochen? Ich weiß es nicht mehr. Was müssen wir noch machen? Ach, genau. Kreaturen sammeln. Und einen Baum unter... Ach ja, stimmt. Like a Sir müssen wir wieder sein Buch finden, im Trottel, ey. Oh, und dann gibt's doch schon wieder... Monsterjagden. Alles klar, raus hier. Go, 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 Tröpfchen. Wo gehen wir denn zuerst hin? Komm, suchen wir dem Alten mal sein Buch. Viecher dürften uns ja eigentlich eh nicht angreifen. Oh, warte mal, was wollte der Typ denn überhaupt für Viecher haben? Ups. Hammer.
aus der Wüste zu bringen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Welche denn? Ja, das war die Geschichte. Welche Viecher wollte der denn haben, verdammt? Ich fange jetzt nicht an, irgendwelche... Oh, Mann. Stimmt, wir haben ja noch einen Punkt über, aber den wollte ich sparen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Da hinten ist der Feuerwerk. Da bin ich mal gespannt, unter welchem Baum der mal wieder sein Büchlein liegen gelassen hat. Ich wette, den trifft man auch in jeder Stadt. Okay, in jeder nicht. Aber in den nächsten auf jeden Fall. Oh, ich muss weglaufen. Oh, ich kann's nicht. Die haben wir beide schon. Ruf da. Warum kloppt das Vieh weg? Bombs. Next. Nice. Jetzt müsste der Dixiel ja mal ein paar Updates kriegen. Oh ja, direkt mal Stufe 4. Hammer, nice. Und Eis. Eiscreme in der Wüste gefunden hat dann. Oh, Luffy hatte auch Level Up. Nice. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich hier die beiden tausche. Ob die jetzt den Knochentypen nimmt, weil der in Position 1 ist. Oh, ich muss auch weglaufen. Oh. Ich krieg euch alle. Das dauert eh nicht lang, komm. Ja, die hat den Dickschädel raus. Okay, also was an erster Position da ist, das... Sollte mal hin und gib dem einen. So. Jetzt haut er dich nämlich um. Ich hab schon Dickschädel, danke. Ja, jetzt hat die den... Toll, du hast einen Level 4 umgehauen, du Penner. Ach nee, die hat ihn gewechselt. Nice. Stufe 5. Sehr gut. Weiter, weiter. Ach, ist das schön warm. Wenn das hier auch mal langsam wieder warm werden würde. Immer nur kalt. Wir haben jetzt mittlerweile März. Seit Oktober ist kalt. Obwohl, ne, stimmt gar nicht. Der Dezember war warm. Bescheuert. So. Welcher Baum hier soll das denn gewesen sein? Muss ich jetzt alle Bäume abgehen? Da können wir nicht hoch. Da kommen wir lang. Nee. Die müssten ja eigentlich auch abhauen, oder? Nee, doch nicht. Fiese Viecher. Putzemännchen und Sommersonne. Sieht sich an wie hier Blaubarschbube und Nice, jetzt der nächste. Ach, wenn die Kämpfe immer so kurz bleiben würden, das finde ich ja richtig cool. So. Doch, die hauen wohl ab. Der gerade hat wohl nur ein bisschen dicke Eier. Moment mal, stand der eigentlich unterhalb des Berges oder? Suche am unweit des Fußes der Qualmhöhe. Tja. Gehört das hier jetzt auch noch zum Fuß? Oder muss ich dafür wirklich hier von dem Berg weg? Das stellen wir gleich fest, wenn wir hier alle Bäume durch haben. Da hinten glitzert zumindest was, aber das werden wohl wieder diese komischen Samen sein, oder nicht?
Ah naja, ein Auerblümchen, ach so. Bin gespannt, wofür ich die Sachen brauche. Beziehungsweise, was ich damit jetzt explizit anstellen kann. Der ist aber frech. Finde ich nicht gut. Ein Lichtlein. Nur mal erst ein Schlüller aus dem Mund. Ja. Zack. Jetzt gib ihm doch mal richtig. Genau. Und du auch. Und du stehst im Weg da. Geht doch. Stufe 6, sehr schön. So. Hier kommen aber keine Bäume mehr. Und da oben ist dann... Ja. Hier können wir uns jetzt zumindest mal eben voll machen. Fortschritt speichern. Ach, das habe ich auch gesehen. Da hat irgendjemand gefragt, warum, wenn ich sterbe, ich denn nicht neu lade. Denn, immerhin speichere ich ja hier. Da ist zwar mein Geld weg, aber das kratzt mich relativ wenig, da ich ja sowieso viel kämpfe, muss ich sagen. Wenn ich neu laden würde, wäre meine ganze Erfahrung weg. Das heißt, der ganze Spaß wäre auch noch wirklich umsonst gewesen. Und deswegen benutze ich dann lieber da die 10%, von denen, was ich mit mir rumschleppe. Es sei denn, ich würde jetzt sterben. Also, dann macht das wirklich keinen Sinn. Hey, 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 hier schön offen. Ach schon. Oh, die ist schon Stufe 17. Krass. Oh, Knochi immerhin Stufe 7. Was hat der Schmetterschlag? Ach so, Schmetterschlag, ja. Standard. Was macht er eigentlich hier mit seinem komischen Ding in der Sabotage? Die einem einzelnen Gegner Kraft entzieht und so seine Verteidigung schwächt. Aha, okay. Wow. Was hat hier denn? Kraft sammeln, ausweichen und Kraft sammeln. Ist ja eigentlich nicht so geil. Kann er kaum ausweichen. Nee, nee, nee. Also am Fuß der Qualmhöhe hier ist das auf keinen Fall. Raub dich jetzt einfach mal. Das muss ja hier irgendwo sein. So, was hat der in der Beschreibung gesagt? Aha. Sagt mir gar nichts. Ich hasse das. Wieso dreht sich denn die Kamera? Ich hab nur in die Richtung geguckt. Ja, ja, wenn der Postmann zweimal klingelt, mutiert man zum Frühaufsteher. Und dann ist das Paket noch nicht mal für einen. Das war das Freche dran. Ja, guck dir den mal an. So war das frech. Ja, ja. Komm her. Jetzt bist du dran. Geh hin, hau drauf. Zack. Zack. Fertig. Ein Sandwich. Ey, super. Das spart mir wieder Geld. Nee, ich will nicht mit dir reden, Tröpfchen. Tut mir leid, aber... Ich habe gerade andere Sachen zu tun. Allerdings ist ja auch die Frage, wie weit man die Dinger da als Baum bezeichnen kann. Das sind ja eher so verdorrte Äste hier. Kommt der jetzt gerade wirklich angelaufen? Ach ne.
Guck mal, der kommt angerannt. Ich glaube, so einen habe ich noch gar nicht, so ein Zweihorn. Trifft sich eigentlich ganz gut. Komm, hauen wir den mal auf die Omme. Hau nochmal drauf. So. Weg. Und du bist jetzt Zimmer. Komm schon. Was war denn das? Das war ein Luftloch. Oh. Tja. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Hoffentlich beim nächsten Mal. Ach, Alter. In welchem Baum hast du denn gesessen? Ach, guck mal an. Hey, ich frag mich, ob das da Datarie-Buch von dem Alten ist. Bloß ein bisschen angeguckelt. Naja, würde sich ja trotzdem darüber freuen. Bringen wir es zu ihm zurück, Tröpfchen. Kalk mal ob, ey, da haben wir da endlich. Aber ein bisschen gelevelt haben wir den Dickschädel da noch. Das ist eigentlich ganz gut. Was willst du denn? Aufs Maul? Ja, komm, hier die alte Dame. Was macht das? Jetzt können wir Kraft sammeln. Lass mich durch. Sehr schön. Oh. So sieht aus. Daumen hoch. Stufe 8, Stufe 13, Stufe 12. Nice. Jetzt muss man noch Viecher fangen, ja, das ist natürlich so eine Sache, wenn ich nicht weiß, welche Viecher ich fangen soll. Beziehungsweise nicht mehr weiß. Das hätten die aber in die Beschreibung auch ruhig mal reinschreiben können. Oder stehen die auf der Minimap, auf der Map. Was haben wir denn da oben? Monsterjagd? Da gehen wir nochmal gucken. Mal gucken, wer sich traut, mich anzugreifen. Haha, du schon mal nicht. Der Dickschädel? Ne. Wie langsam die Viecher auf einmal sind. Okay. Hat sich erledigt, der ist schneller. So, da hinten in die Richtung. Da müsste es sein, wa? Mal gespannt, was da wartet. Wahrscheinlich wieder so ein Vieh, was mich in 5 Schlägen platt macht. Ei, 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 wo bist du denn? Da. Bist du das? Nee. Der da. Was ist das denn? Ah, das ist so eine erweiterte Dickschädelform. Schädelsoldat. Ne, den greifen wir nicht an, weil wir müssen dann mal hier wechseln. Sonst haut die nämlich den Dickschädel raus. Dann kriegt er zweimal auf die Omme und das Ende. Ich will noch nicht nach Laguna Tröpfchen, tut mir leid. Erst den Schädelsoldaten hier angreifen. So, Dickschädel A, B und so weiter. Die alte Dame haut mal die zwei Dickschädel kaputt. Würde ich sagen. Ja. Und ich hoffe, irgendwer kümmert sich. Alter Vater, macht der Schaden. Jetzt hau doch auch mal zu! Warum läuft die denn jetzt zurück? Du sollst angreifen, meine Dame. Angreifen. Ach komm, weißt du was? So, Sturmschaden. Jetzt gib ihm. Bam, da ist er down.
Okay, das war nicht wirklich schwer. ...90 Erfahrung. Naja, immerhin. 80 Gold. Monsterjagd abgeschlossen. Melde dich beim Auftrag Express, um die Belohnung zu erhalten. Sehr gut. Wie viele Monsterjagden haben wir denn noch? Östlich von Laguna, da müssen wir noch hin. Am Fuß der Qualmhöhe, da bin ich da eben rumgelaufen. Hä? Will die Qualmhöhe zum Ausbruch bringen? Alter Vater, da gibt 600 Gulden und 5 Stempel. Das Ding muss ja ewig stark sein. Da bin ich doch gerade rumgelaufen. Hä? Das hätte ich doch sehen müssen. Oder habe ich das mal wieder übersehen? Wo bist du denn da gewesen? Fuck, den habe ich noch nicht gesehen. Schon wieder zur Qualmhöhe, also langsam reicht der Vulkan aber auch. Ich will mich mal schneller fortbewegen können. Kann ich mir nicht ein Kamel kaufen? Hier, ich tausche die Blonde gegen, was sagen wir, 35 Kamele. Das wäre doch dementsprechend, oder nicht? Okay, sag mal 30. So, wo ist denn jetzt hier das schöne Vieh? Dann rennen wir nochmal schnell zur Qualmhöhe, dass wir die Map da aufrufen können. Das ist gut. Hier haben wir noch nichts. Damit kann doch eigentlich nur Magma gemeint sein. Den habe ich doch schon platt gemacht. Der hat doch versucht, das Ding zum Ausbruch zu bringen. Ich meine, obwohl Lava läuft ja hier sowieso schon von runter. Ach ja, sicher. Ich will kämpfen. Also ich will gerade nicht kämpfen. Warum? Bams. Ganz toll gemacht. Weiter. Dickschädel ist Stufe 9. Das geht doch recht fix. Die Qualmhöhe. Mal wieder. Da waren wir ja lange nicht. So. Ah, da ist das Vieh. Okay. Moment. Ich weiß, was das ist. Das ist dieser Roboter, der da gelegen hat. Ha! Dr. Watson hat wieder scharf kombiniert. So, speichern erfolgreich. Sehr schön. Hau ab. Okay, ich hab Blödsinn erzählt. Was ist das denn? Ach, immer kommen die Viecher angelaufen und immer kriegen die am Sack. Aber von 2 Jahren habe ich zumindest noch nicht. Was war ich? Sonne. Ja, die gebe ich am Sack. Komm, jetzt sei endlich, fang mal. Jetzt, jetzt! Fuck. So, was ist das denn hier für ein... Was ist das denn?
die versucht, den Vulkan zum Ausbrechen zu bringen. Wie denn? Mit ihrem Gesang? Ja, ja. Komm her. Die Mademoiselle. Aha. Die steht bestimmt auf Wasserdamage. Nice, tut die wirklich. Du kriegst jetzt so lange Wasserbomben eingesammelt. Wie geht. Zack. Noch eine. Esther, wie wär's, wenn du dich mal heilst? Sollen wir die mal blenden? Nee. Esther hat sich gerade geheilt. Wasserbombe. Wasserbombe, eine nach der anderen. Da ist die Mademoiselle auch kein Problem mehr. Alter Vater. Komm, eine Wasserbombe kriegen wir da hin. Oliver. Oliver hält sich hier. Lol. Oliver steht direkt neben mir. Oh, Oliver hält erstmal Esther. Am Arsch! Da ist wieder der Zauber in dem Moment nicht durchgekommen. Heieiei, heile ich mich jetzt? Habe ich nicht noch. Oh, dafür soll ich echt einen Sandwich nehmen. Nein, nein, nein. Den Zauber. So. Wer macht das jetzt? Du machst das. Scheiße, die regenerieren auch Ausdauer. Nein, ich will aber nicht verrecken. Ja, dann ist nochmal Olli da. Wieso steht der immer direkt neben dem Vieh? Kriegst mich nicht. Hoffe ich. So, nochmal geheilt. Ausdauer wieder hergestellt. Ja, genau. Alter Vater, lauf! Komm schon! Nimm noch eine Hand! Nee, dann komm ich durch! Nice! Hau ab! Dann bin ich wieder mal in die Bredouille gekommen, weil Esther wieder Mist gebaut hat und sich nicht heilt. Jetzt hau die endlich! So! Puh, das war ja wieder knapp jetzt. Ah, 121? Wieso denn so eine krumme Zahl? Der Wichtel hat Stufe 18 erreicht. Monster hält abgeschlossen. Ja, nice. Was hiermit ist? Tja. Keine Ahnung. Da hat Dr. Watson falsch gelegen. Aber immerhin haben wir es geschafft. So, dann gehe ich mal speichern. Ne, du kommst jetzt hoffentlich nicht. Fick dich doch. Boah, ne. Der Gegner hat die Oberhand. Esther ist tot. Oh fuck, ich auch. Was ist denn, wenn ich hier fliehen anwende? Oh oh, das wollen die nicht. Tritra tralala. Ah, Tritra tralala hier. Nochmal heilen. Jetzt nimm noch nicht das Vieh, um drauf zu hauen. Was macht die denn da für eine Scheiße? Boah, Esther, ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt nimmt die den Bräuler, um auf die Viecher draufzuschlagen. Oh, fuck. Da lacht doch die Kugel. Ach, leck mir doch die Eier. Du wurdest besiegt. Boah, ohne Witz, Esther ist echt scheiße. Die heilt sich nicht.
Dann benutzt die einen Magier, um da drauf zu kloppen. Ja, 400 Gulden. Ich will nicht mehr mit Esther spielen. Kann ich die alte loswerden? Ich tausche die gegen 5 Kamele, ey. Mehr ist die nämlich nicht wert. So, wieso kann ich die Taktik eigentlich nur im Kampf einstellen? Das ist auch doof. Ja, das hat mich jetzt 400 meiner 600 Gulden Belohnung gekostet. Ist natürlich nicht ganz so geil, aber naja, macht's nix. Immerhin gibt es noch 200. So, müssen wir halt mal von der positiven Seite sehen. Ich werde jetzt speichern, das heißt, die Folge endet. Ich muss nämlich gleich noch zu Peter God of War aufnehmen. Ich danke mal wieder fürs Zuschauen. Morgen machen wir uns dann auf den Weg nach Laguna, pünktlich um 20 Uhr. Schön wieder einschalten. Bis morgen.